Hallo und herzlich willkommen. Ja, dieses Mal auf Live Aux mit meinem M481, also Patton 3. Und das Match wird richtig episch. Ja, vorab, man sieht, ich habe Premium-Munition dabei, ist es aber nicht. Ich habe hier die dicke Gun, das ist die beste, das ist eine neue Gun, die hat nur RA. Und die kommt auch mit 7.5 dazu und das Teil, der Panzer wird dadurch Mord. Also, der macht richtig Spaß und damit macht man 10er platt wie nichts. Ja, die Wumme ist eigentlich genauso wie die Wumme vom Patton, nur dass sie genauer ist, aimt schneller, wie man sieht, die aimt extrem schnell. Hat 70 mehr Durchschlagskraft, also fast 300 hat die. Und ja, Damage ist zwar genauso, aber halt die Durchschlagskraft ist echt hardcore. Ja, die Panzerung ist nicht so prickelnd, aber immer noch ausreichend. Dadurch, dass der Turm echt fast rund ist, ist es beim Turm, prallt er ziemlich viel ab. Ja, die Standardmunition ist nämlich hier halt die HE-Munition. Und, HE, WTF, nein, die Premium-Munition. Die Standardmunition ist die Premium-Munition bei dem Panzer hier. Was das natürlich, also hat mich doch die so 14 getroffen. Ich wusste das beim Spiel nicht genau. Ich habe da nicht genau hingeguckt. Auf jeden Fall, das ist jetzt ein Wagnis, ja. Oh, super Pershing trifft mich nur. Das war mein erster Kill. Naja, auf jeden Fall, ist der Panzer echt episch, also ich finde ihn richtig cool und diese Munition halt, das ist die eigentliche Premium-Munition, die hier aber wie beim T-62 wohl als Standard-Munition eingesetzt wird. Und man sieht, dass das auf Nummer 2, also in der Mitte, das ist so eine Art HE-Premium-Munition, das ist dann die eigentliche Premium-Munition und das ist echt nice, also der Panzer ist echt nice. Muss ich ein bisschen aufpassen, damit die mir nicht von hinten reinhauen. Deswegen versuche ich so wenig wie möglich da so zu machen. Na, fängt schon an. Ja, zum Thema Super Pershing, gerade weil er vor mir steht. Ihr müsst mir mal schreiben, wenn ihr noch ein Video wollt, genauso wie dem dicken Max. Müsst ihr mir schreiben, ob ihr noch ein oder zwei Videos wollt. Ja, müsst ihr mir halt schreiben. Sonst sehe ich das halt nicht, weil für mich haben die zwei ja nicht wirklich ausgereicht, aber ich habe gerade genug besseres Material, würde ich mal sagen. Ja, dann werde ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall der Super-Bashing, ich werde dem jetzt so eine Art Bewertung geben. Für mich ein sehr, sehr starker Panzer, wie ich gesehen habe, in den Gefechten, die ich gefahren bin, da die Panzerung auf dem Papier 100 mm ist, aber der hält mindestens 250 aus. Also das ist abnorm, die Panzerung. Das ist echt hart. Wie man sieht, sogar ich pralle ab und im T95 habe ich es geschafft, dreimal in Folge abzuprallen. Und das ist echt, das ist schlimm. Und jetzt, wie man hier sieht, mit dem Panzer, das ist kein Problem, irgendwo durchzuschießen. Das ist echt kein Problem. Ja, ich werde natürlich aufgehalten von einer Treppe. Drei Schüsse. Alle durch. So lobe ich mir das. Da wird es ein bisschen kniffliger, weil ich nur den Turm treffen kann. Und da steht nämlich ein dummes Wrack. Aber wie man sieht, die Gun ist extrem genau und lädt auch sehr, sehr schnell nach. Die Schussfrequenz ist 7,5. Daher kann man sein Team optimal auch von der zweiten Reihe unterstützen. Und das war's. Ja, jetzt habe ich schon 4 Kills. Da vorne kommt noch ein Tiger 2. Der natürlich auch sofort 400 Schaden kassiert hat, obwohl ich eigentlich nur 390 machen dürfte, aber egal.
Es ist dann ja Modultreffer oder so. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das werden wir nicht gewinnen. Da die Gegner noch mit, ja, zwei Artis haben, das ist übel. Und dann auch noch. Okay, 9er. Wir sind 2 10er, aber das ist die Sache. Also, die IS-6 macht 8, wenn er durchkommt, macht er auch gut Schaden. Und ich habe nur noch 1300. Der IS hat auch 1100. Die Arti kann uns alle one-shotten. Ja, siehst du, da kommt schon der IS-8. Ich habe einen Schuss versetzt. So. Ja, und jetzt bin ich fast down. Ich will aber nur nicht sterben. Ernsthaft, Leute, das ist jetzt kein Fehler. Ich habe gedacht, man kann da durchfahren. Hab's dann hier bemerkt. Aber das war gar nicht so unschlau, hier hinzufahren, weil ich habe durch diese schönen Büsche meine Deckung erhalten. Und wie man sieht, ja, und er sieht mich halt nicht oder so. Wie man sieht hier, einwandfrei komme ich durch. Das ist kein Problem. Der Pershing sieht mich jetzt dummerweise. Macht aber keinen Schaden. Jetzt muss ich hier. Ich bin ein bisschen verstopft, sorry. Auf die Socken machen, sonst holt mich die Arti hier weg. So, erstmal hier hinter. Jetzt wurde ich gleich noch zusammengeschissen. Ich solle doch weiterfahren. Aber ich fern das hier am besten erstmal, weil dadurch geht mein Tarnwehr, also meine Tarnung wird wieder aktiv. Und deswegen warte ich hier jetzt ein wenig, damit das Ganze sich ein bisschen beruhigt. Und ja, die denken jetzt, ich bin wahrscheinlich weitergefahren und wie kommt ihr eigentlich auf M48? Ach, 48, ja, okay. Also M48 bin ich. Stimmt, ja. Ja, aber ich fahre jetzt anders als die wollen und ja, ich kann immer noch kein Russisch, sorry, und ich habe jetzt auch kein Käse geschrieben. Sonst schreibe ich immer Käse, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Ja, und die Taktik war mir persönlich auch beim Machen, also beim Überlegen, besser, weil zu zweit über eine Seite ist Murks. Da konzentrieren die sich schön auf eine Seite konzentrieren. Aber wenn wir von zwei Seiten angreifen, wird das für die erheblich schwieriger. So, und dann sehen wir einen toten Petten mit kleinen Turm und kleiner Wumme. Oder? Ich bin mir nicht sicher, kleiner kann auch noch kleiner sein. Naja, auf jeden Fall, ich freue mich sehr, 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 sehr auf diesen Panzer. Der wird richtig gut von den. Wir hatten gestern eine Clan-Besprechung. Da ging es auch eine Stunde lang fast um das Season 5er Update. Ich habe leider nur mit halbem Ohr zugehört und bei den Minions habe ich zugehört, weil ich die andere halt nicht überhaupt gar keine Chance zu fahren habe. Und die sind wohl auch gut, aber jedoch, so wie ich das verstanden habe, ist der Patton, also der M48, doch einer der besten. Der T26 sowie der T62A sowie der Patton 3 hier sind wohl die besten und die beiden haben wohl auch diese Munition, diese Premium-Munition. Außerdem ist der Badget wohl gut. Ich weiß nicht, ob der eine neue Gun bekommen hat. Auf jeden Fall soll er gut sein. Und ja, das Matchmaking hat sich ja umgestellt. Und deswegen darf man nach dem Update wahrscheinlich nicht mehr 2 oder 3 Stufen zwischen einem im Platoon sein. Das ist sonst klappt das nicht. Ja, da bin ich wieder nicht durchgekommen und da ist eine SN50. Siehst du? Die hat auf mich gezielt, aber die ES7 hat geschossen. Hier ist es genau andersherum.
Bam in your face. Wie man sieht, ich habe schon fast wieder nachgeladen. Das ist einfach irre. Bam, ich habe meinen Kria geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Bammeli. Das war episch. So, und jetzt. Mal gucken, ob er ihn kriegt oder ich. Ich glaube, ich. Oh, da ist noch was. Nein. Ja, Skelor. Tja, ich würde mal sagen, ich habe 7 Kills. Der IS-4 hat 4. Das heißt, wir haben 11 Kills gemacht. Zu zweit. Ja. 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 Ist ja. So, ich habe Top Gun und Sniper bekommen. Hätte ich noch einen Treffer abbekommen, dann hätte ich auch noch. Wäre ich gestorben, okay. Und dann hätte ich aber auch noch. Stahlwand bekommen. Ah ja, 26 Schuss, 24 Treffer, 7 Kills. Das läuft. 35.600 XP, verdoppelt. Leider nicht ganz so viel. Ich hatte auch mal mehr. Naja, 800.000 Credits, das läuft. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kommentiert es, wie gesagt, ob ihr noch mehr Super-Pushing-Videos wollt. Und ja, bewertet das Video und man sieht sich im nächsten. Tschüss.